Rechts seht ihr das Markengerät von Denon, links die China-Ware von Amazon. Beide nennen sich Multiroom-Lautsprecher und werben damit, dass man im WLAN damit ja, Musik hören kann zum Beispiel. Beide nutzen dafür den Übertragungsstandard UPnP bzw. neuer DLNA. Das kann ich auch mal kurz hier demonstrieren. Ich habe hier die App offen. Das ist jetzt auf dem Denon-Gerät und hier läuft jetzt ein Podcast von Deutschlandfunk der Tag. Der ist relativ kurz, wie ihr hier unten sehen könnt. Der ist nur 4 Minuten und 3 Sekunden lang. Ich kann aber hier schon mal nicht spulen. Seht mal, ne? Also ich klicke an irgendeine Stelle. Die WPNP-App versucht das irgendwie zu pushen an das Gerät, aber es passiert einfach nichts. Naja, gut, die WPNP-App ist ja auch nicht die offizielle App. Gehen wir mal in die HEOS-App. Auch da sehe ich jetzt den gleichen Status. Und auch hier kann ich mal versuchen zu spulen. Und wie ihr seht, sehen Sie nichts. Da passiert einfach nichts. Lang drücken auf irgendwelche Tasten tut es auch nicht. Ja, ich kann also jetzt hier nicht spulen. Gut, kann schon mal ein Kassettenrekorder, aber gut, könnte ja am UPnP oder DLNA-Protokoll liegen. Deshalb versuchen wir mal das Ganze lokal vom Handy abzuspielen. In der Quellenauswahl habe ich jetzt hier die Option, auf dieses Telefon zu gehen. Und blöd ist hier, dass man nicht durch die Ordner kann, sondern nur nach den MP3-Text gesucht wird. Jetzt habe ich mal den CT-Uplink-Podcast gestartet, kann man hier unten klein erkennen und hier oben steht auch dieses Telefon. Also eigentlich geht das jetzt nicht mehr über das Netzwerk und müsste jetzt alles nicht mehr DLNA-kompatibel sein. Ich versuche jetzt hier mal zu spulen und auch hier das gleiche wieder. Ich kann also nicht spulen. Egal wie ich jetzt hier starte, versuche die Musik zu starten, ich schaffe es nicht zu spulen. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass das Ganze möglicherweise mit diesen proprietären Anbietern, die da vorinstalliert sind, gehen, ist aber überhaupt nicht mein Anwendungszweck. Ich möchte Hörbücher hören oder Podcasts. Die Podcasts werden gestreamt natürlich und Hörbücher liegen entweder lokal auf dem Handy oder irgendwo auf dem Server rum. Ja, und da muss natürlich Spulen funktionieren. Warum habe ich jetzt aber dieses China-Teil hier stehen? Ja, das ist nämlich nur ein bisschen die Überraschungsbox, auch wenn die App furchtbar ist von diesem Teil. Ich gehe jetzt gerade mal nebenher in die WPNP-App und wähle das Gerät als Wiedergabe-Empfänger aus. Ne? Seht ihr hier unten, hier ist das jetzt ausgewählt, hat so ein komisches mini-blaues Logo, ist jetzt nicht mehr das Denon-Gerät. Also jetzt starte ich das mal hier und jetzt kann ich nämlich spulen. Tja, da schaut ihr. Denon kann es nicht, Yamaha kann es nicht, aber GGMM kann es. So, die App ist jetzt WPNP, die ist natürlich nicht furchtbar. Die App von dem Teil ist furchtbar. Ich habe es also noch nicht zumindest vernünftig geschafft, hier zum Beispiel Favoriten zu belegen. Das Ding wird auch zurück zu Amazon gehen. Ja, man entscheidet sich ja für so ein Multiroom-Lautsprechersystem und ist dann an das Ding gebunden. Und wenn da schon Grundfunktionen nicht funktionieren, werde ich das auch nicht behalten. Witzig ist aber trotzdem, das China-Teil schafft es über WLAN, also nicht über Bluetooth, über WLAN eine Spulenfunktion bereitzustellen. Ich kann also in einem Podcast oder Hörbuch an eine bestimmte Stelle springen. Mit Geräten von Denon oder Yamaha kann ich das nicht. Falls ihr selbst so ein System euer eigen nennt, dann würde mich doch mal interessieren, hört ihr darüber Podcasts oder Hörbücher und könnt ihr damit spulen? Und dann hätte ich natürlich auch gerne den Namen dieses Systems mal erfahren. Also Sonos wird mein nächster Test sein. Denon und Yamaha sind bei mir schon mal durchgefallen. GGMM kann spulen, ja, aber die App ist ansonsten auch irgendwie nicht wirklich brauchbar. Übrigens, mein Kassettenrekorder und mein CD-Player können auch spulen, aber naja, ihr wisst schon.